Dresden am Abend gegen 22 Uhr. Mitglieder der Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft stehen Spalier, als Stanislav Tillich zusammen mit seiner Ehefrau Veronika die Staatskanzlei verlässt. Für den ehemaligen Hausherrn ist es ein Abschied nach 9,5 Jahren, selbst gewählt, aber erkennbar nicht ohne Wehmut. Etwa 500 Gäste waren der Einladung zum Regierungssitz gefolgt. Ehrenträger aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Kultur standen teils stundenlang Schlange, um sich vom Ministerpräsidenten außer Dienst zu verabschieden und um dem Ehepaar Tillich alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Wir wussten immer auch beide, dass es noch etwas über uns gibt und dass Politik nicht das Letzte ist und dass Menschsein eben auch über Politik hinausgehen muss. Und dieses Menschsein dürfen auch außerhalb der Politik wünsche ich euch jetzt von Herzen, dass es euch dabei gut gehen möge. Es war Tillich offensichtlich ein großes Anliegen, sich ausgiebig bei denen zu bedanken, die, wie er sagte, zu ihm gehalten haben und mit ihm durch dick und dünn gegangen sind. Mitarbeiter, Fahrer, Sicherheitsleute und vor allem seine Familie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und besonders dankbar bin ich meiner lieben Frau Veronika. Als ich ins Europäische Parlament 1990 einzog, waren sie große 8 und unser kleiner 6. Als ich zurückkam, war die große 18 und der kleine 16. Alles das, was sich zwischendurch abspielt, wissen die, die das alleine erleben, sehr wohl. Und dabei hat sie mir den Rücken freigehalten, nicht nur damals, sondern auch später und gerade in den letzten Jahren. Zeit für Emotionen und für gute Wünsche. Das kann man Herrn Tillich nur wünschen, dass er jetzt mehr Zeit hat für die Familie. Auch für das eine oder andere, was in der Vergangenheit zu kurz gekommen ist. Da ist natürlich auch bei mir persönlich ein bisschen Wehmut dabei. Wir haben uns sehr gut verstanden. Es ging uns auch sehr nah, weil wir kennen ihn ja durch die Drillingspatenschaft und die Drillingstreffen, die alle 2 Jahre stattfinden. Und die jetzt, wie alle anderen Mehrlingspatenschaften des Freistaats, auf den Amtsnachfolger übergehen. Mit einem Ehrensalut des Großenhainer Schützenvereins geht der Abend zu Ende. Und dann ist der Hausherrenwechsel auch in der Dresdner Staatskanzlei vollzogen.